Test recording. Ah, schaut euch doch diesen Himmel an. Verdammt. Sieht das gut aus. Bibi, schau, Himmel. Bibi. Stell dich ins Thumbnail, Bibi. Du auch, Drax. Yeah. Ich muss genau das Licht irgendwie blocken da oben. Das ist gerade der schwierigste Teil. Drax hat seine normale Rüstung wieder. Bibi, ich werde vielleicht noch diese Episode ein bisschen Outfits wechseln. Mal durchwechseln. Ich spiele dieses Spiel gerade eher zum Entspannen. Von Dolmen und härteren Spielen. Das, ja, ich hab's nicht auf der härtesten Schwierigkeit. Es ist story-based, focused. Zum Relaxen, taking it easy. Und die Aussicht genießen. Die Aussicht von dem Himmel. Ist da oben. Behälter. Wo geht's hin? Hinauf! Jump Rider webt hinauf nach Mitrava. Sie haben unser Sicherheitssystem überwunden. Ein Alien. Wie ist das möglich? Ich bin Rider, Pathfinder der Andromeda-Initiative aus einer Galaxie namens Milchstraße. Das erklärt nicht, wie oder warum Sie fähig waren, die Relikttüren zu bedienen. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen gehen. Wir unterhalten hier keine Gäste. Havarl verfällt. Wenn Sie mir etwas über den verschwundenen Monolithen erzählen, kann ich Ihnen helfen, das Problem zu lösen. Ich kann das Gewölbe neu starten. Er ist verschwunden. Die Erinnerungen an seinen Standort wurden nicht wiedererlangt. Wir in Mitrava haben Havarls unvermeidlichen Untergang akzeptiert. Oh, wenn Sie denn Turianern so viel Detail ins Gesicht gegeben haben wie den Angaran, würde ich mich nicht jedes Mal beschweren über die grauen Gesichter, die Faden. Oh. Die Erinnerungen wurden nicht wiedererlangt. Könnten Sie mir das genauer erklären? Unter den richtigen Umständen kann man sich bisweilen an ein früheres Leben erinnern. Was meinen Sie damit? Ich spreche von Reinkarnation. Von der ewigen Rückkehr der Seele. Einem ununterbrochenen Strang. Vor langer Zeit gab es jemanden, der von dem dritten Monolithen wusste. Zorai, ein Streiter der Angara aus der Ära vor der Geißel. Zorais Seele ist zurückgekehrt und könnte dazu gebracht werden, sich an ihr früheres Wissen zu erinnern. Wir haben allerdings keinen Kontakt zu ihr. Alleine die Augen von denen schon so cool aus. Oh. Sieht man, was sie mit Detail hätten machen können, wenn sie es bevorzugt hätten. Und leider wurden die Angara ja erst später in das Spiel hereingezogen. Und da sie am besten grafisch ausschauen, das ist natürlich schade. Sie sagen also, es gibt eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, sich an ihre früheren Leben zu erinnern? Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Ein Objekt, ein Erbstück, das eng mit dieser Blutlinie verbunden ist, könnte alte Erinnerungen wecken. Aber es gibt dafür keine Garantie. Es gab in der Vergangenheit einzelne Fälle, in denen es bei anderen Seelen funktioniert hat. Das einzige bekannte Erbstück von Zorais Familie befindet sich in einem Gebiet mit aktiven Relikten. Niemand hat die Reise überlebt. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Zorais Seele wurde in Tavos wiedergeboren. Er ist jetzt ein Rokar, der vor kurzem im Rahmen einer Mission nach Havarl zurückgekehrt ist. Ich werde dem nachgehen. Was haben wir denn schon zu verlieren? Ich schicke Ihnen die entsprechenden Koordinaten. Wir haben Havarl als verloren betrachtet, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung.
Der erste weißer Esmus. Oh, ist der Teil. Das cool hier alles aus. Zeit, da ein paar Ruinen zu plündern. Bam. Selbst die haben sie muskulös hin. Die Statuen. Cool, cool, cool. War der Loot? Ja. Habe ich richtig gesehen. Wird schon herumgestöhnt. Ah. Ich glaube, wir setzen uns einfach hier zur Ruhe, oder? Hören auf mit den ganzen Kämpfen. Das gefällt Bibi anscheinend eh nicht, diese ganze Gewalt. Lampe, wirklich? Die haben wir schon 10.000 Mal gescannt. Und das Ding. Forschungsdaten. Yay. Worüber hat sich der erste Weise mit dem Alien unterhalten? Ich denke, der erste Weise hätte sich überhaupt nicht mit ihm unterhalten. Hoho. Und ihr wollt euch nicht mit mir unterhalten? Nein, keine Inschrift lesen. Ich blinde hier nur. Oh, danke, Jungs. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Was wird denn gefallen? Wenn wir da statt ihren Statuen einfach mal eine Landekapsel hinhauen. Oh boy. Und alles mal schön durchloten. Ah, da gibt's noch eine Nebenquest zum Annehmen. Hey du. Jar away. Rede mit mir. Muss wahrscheinlich wieder einen Sweet Spot finden hier. So. Oh gut. Ich wollte ohnehin mit Ihnen reden. Wie können Sie die Relikte benutzen? Mit einer künstlichen Intelligenz, die bei der Analyse und Übersetzung hilft. Das ist der Trick. Darauf wäre ich nie gekommen. Angara, die in der Nähe von Relikt-Technologie leben, lernen manchmal, wie man bestimmte Tech benutzen kann. Dazu ist intensive Konzentration erforderlich. Und selbst wenn es funktioniert, verstehen wir nicht, wie es funktioniert. Was? Was? Wieder einfach die Viecher in der Luft vorbeifliegen. Oh, schaut euch das an. Oh. Oh. Ist das cool? Ist das cool? Einige von Ihnen können also Relikt-Tech benutzen, aber Sie wissen nicht, wie es funktioniert? Nicht jede Relikt-Tech, nein. Wie gesagt, nur bestimmte Teile. Nehmen Sie zum Beispiel Mitrava. Einige von uns können das Sicherheitssystem steuern, das die Zuflucht beschützt. Dieses Wissen wird seit Generationen weitergegeben. Ich selbst habe ein Jahr gebraucht, um zu lernen, wie man eine einfache Tür öffnet. Es ist wie der Unterschied zwischen dem Wissen, dass man die Frucht eines Baumes essen kann, und dem, warum sie überhaupt wächst. Ich sollte jetzt gehen. Wie Sie meinen. Ich glaube, ich lebe jetzt bei euch hier oben. Das stört euch eh nicht, oder? Das sind Menschenunterstützung. Esmus lässt sie ohne Aufsicht herumgehen? Sie stören den Unterricht. Von mir aus könnte es ruhig mehr Störungen geben. Oh. Entspannen Sie sich und gönnen Sie dem Jungen eine Pause. Er sieht aus, als könnte er eine brauchen. Haben die kreischenden Winde uns eine Pause gegönnt, als wir erstmals über unbekannte Himmel segelten? Nein. Also, das Antriebssystem, das Beschal hinauf in den Himmel brachte, war inspiriert durch vier Teile der Relikte. Und das ist nur ein Beispiel. Unser Fortschritt gründet oft auf der Entdeckung von Reliktartefakten. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Unterricht. Wurde auch Zeit. Ja, ich habe hier nicht aufgepasst, sorry. Deine Mission ignoriere ich dann mal. Die Datenmodule enthalten unsere Chronik. Ich kann nicht alles hier machen. Ich wollte ja nicht mal alles hier machen. Ich bin doch nur zum Erkunden hier. Was sind das für Geräusche? Ich werde gleich mal runterhopfen probieren, aber wahrscheinlich wird es mich nur ausphasen. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Händler? Der Tod naht.
und es fällt schwerer, sich der Möglichkeit zu stellen, dass ich Amara vielleicht nie wiedersehe. Verzeihen Sie die Störung, aber was ist passiert? Amurd ist krank. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Amurd, vielleicht kann dieser Fremde helfen. Wenn er in Palais war, hat er möglicherweise etwas gesehen. Olef sagt mir gar nichts. Nun, ich habe viel gesehen. Sie müssen schon genauer sein. Meine Schwester, Amara. Das Leben hier hat ihr alle Illusionen genommen und sie ist nach Palais gezogen. Sie muss jetzt dort leben. Palais wurde vom Dschungel übernommen, weißt du nicht mehr? Vor ein paar Zyklen. Alle sind von dort weggegangen. Oh, ja, jetzt erinnere ich mich. Aber das bedeutet, dass Amara fort ist. Es gibt vielleicht noch einen Weg, sie aufzuspüren. Alle Dara pflegen Unterlagen, oder nicht? Wenn eine organisierte Evakuierung stattgefunden hat, müssen sie das dokumentiert haben. Und dort muss stehen, wohin sie gegangen ist. Pala, das ist genial. Wo werden diese Unterlagen aufbewahrt? Wahrscheinlich in einem Verwaltungsgebäude, falls es noch steht. Und die Maschinen noch funktionieren. Es ist eine kleine Hoffnung. Ich will Sie nicht drängen, Fremder, aber ich würde jede Neuigkeit über meine Schwester sehr begrüßen. Karte sagt was? Karte sagt runter. Okay, dann gehen wir runter. Komm schon, lasst mir den Spaß. Nee, Jetpack Rider, Super Jump Rider meine ich natürlich. Nehmen wir den langweiligen Weg runter. Hopp, die Kollegen nicht. Drax überhaupt nicht, der steht ein bisschen in der Luft herum. Ich weiß nicht, warum sie es beim ersten Mal geschafft haben, dass die Kollegen mitgenommen werden. Aber beim zweiten Mal anscheinend nicht. Hier einen schnellen Weg runter. Kann das sein? Ja, Alter. Nein. Ich muss auch das Gewölbe nehmen. Big money, big money, big money, big money. Finden wir den Weg halt. Vielleicht hier? Nein. Oh, damn. Hopp, Blut. Hopp, Blut. Gute Landung. Echt kompliziert hier. Was Ekliges drin gewesen? Ich habe gar nicht nachgeschaut. Hier ist der Ausgang. Oder war das der Eingang? Doch sicher einen schnelleren Weg. Jetzt bin ich interessiert. Ebene wechseln. Ja, sag ich, es gibt einen schnelleren Weg. Idiot! Nein, ich hab Blut bekommen. Alles gebrannt. Alles gebrannt, natürlich. Was sonst? Ob wir hier Pilzgefährte finden? Verdammt, ich vermisse Pilzgefährte. Ich will doch nur mit meinen Pilzgefährten spielen. Ich tausche Drax sofort aus für einen Pilzgefährten. Da muss ich auch noch Montagen machen. Pilzgefährten-Montagen aus Tiny Tina's Wonderland. Okay, schauen wir besser auf die Karte, ob ich... Ja, rechte Seite. Christ, MF! Ja.
Ja, haben wir das? Da lebt noch was. Ah, gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. Genau, für so ein Playthrough macht 10 keine Webcam zu nutzen. Damit man alles von der Landschaft sehen kann. Den Quickscope gesehen, mein Sturmgewehr. Loot. Veredelte Vorsam. Worthless. Hey Baby. Versuch doch mich aufzuhalten! Schon vorbei, es ist schon wieder ab. Hopp, er findet einen neuen Fight. So viel Gewalt. Ja, solange Strax gefällt. Solange Strax gefällt. Oh. Schade, dass es fast egal ist, wenn man mitnimmt. Sobald sie nicht im Auto sind, reden sie nicht viel. Da gibt es nur One-Liner und Nicker. Was ist das? Der pumpt sich ab, diese Tracks. Pathfinder, wir nähern uns dem. Sind das Dinger hier? Im Gewölbe? Ich hab's fliegen geschickt. Ich hab's fliegen geschickt. Was haben wir hier unter mir? Dieser Käfer? Ja. Nein! Schon wieder. Schon wieder. Sich hier rein. Ja. Das offen in den Gatsch zu treten, den elektrischen. Kommt ihr mit, Jungs? Ist ja nicht. Oh boy. Aber wir sind im richtigen Gewölbe auf jeden Fall. Ich kann mich an Mass Effect 3 erinnern, die Vanguards Klasse. Jedes Mal, wenn der gecharged hat, waren fette Maincrowns dabei. Wenn man so lange gelebt hat wie ich, ist eine schon mehr als genug. Es muss zufolge kehren Seelen innerhalb einer Familie zurück. Vielleicht hat es ja irgendwas damit zu tun. Es könnte eine Art genetisches Gedächtnis sein. Die Erfahrungen eines Vorfahren werden bei den Nachkommen zu Instinkten. Ich meine, wir Asari können ja auch Erinnerungen mit anderen teilen. Deswegen nehme ich dich mit, Bibi. Ich weiß nicht, ob ich das laut sagen darf. Aber irgendwie gefällt mir Bibi mehr als Liara. Sorry. Sorry. Ich weiß, ihr seid alle enttäuscht jetzt. Oh, mehr giftiges Wasser. Ah, mehrere verschiedene Wege. Komme ich hier durch? Nein, das heißt, ich muss erst links gehen, dass ich die Mitte freischalte. Machen wir trotzdem schnell hier rein. Vielleicht nur ein Loot Room. Surprise gegen anderen. Ja. Sniper. Ja. Und wir sind unterwegs. Das war's für dich. Erst einmal, dass ich das einsetze. So ein Schutzland-Team. Danke.
Okay. Da geht irgendwo hin. Vielleicht rüste ich mir noch eine Vanguard-Fähigkeit später aus für dieses Let's Play. Oh boy. Mach mal wieder zu die Tür. Oh damn. Oh, er kommt durch. Das wird interessant gleich. Schon Team, haltet die Stellung. Gute Arbeit. Das war ja ein ganz eigener Fight. Hey Dude. Royce! Aber auf wen hat der da drüben geschossen? Den optionalen Raum oder nicht? Bin ich doch nicht im optionalen Raum, wie ich es gedacht hätte. Jetzt Moni mitnehmen. Sieht doch noch eine Lootkiste aus. Let me pass. Was haben wir hier? Stehe auf Shotguns. Verdammt, ich stehe auf Shotguns. Deswegen habe ich eigentlich immer Vanguard gespielt. Sehr schön. Was machst du jetzt? Okay, du machst die Tür mal auf. Und was ist hier? Oh, die Überreste. Ich hab... Sieht aus, als könnte das eine Art Handschuh gewesen sein. Er wurde allerdings beschädigt. Die Innenseite ist übersät mit Kontakten. Vielleicht wurde er ja als Eingabegerät verwendet. Ich bin echt gespannt, wo das hinführt. Suchen wir nach diesem Tavos. Okay, interessant. Warum seid ihr ab? Die schießen auf mich. Bessere Reichweite sehe ich auch. Die snappen mich einfach. Ja.
kann nicht. Das ist aus Reichweite. Über zu Shotgunnern da zuschlagen. Legen. Schlechter Tipp, schlechter Tipp. Also auf deine Tipps höre ich nicht mehr. Es wird nicht mehr zugeschlagen, Drax. Das ist mir nicht wohlgesonnen. Du kommst mir ein bisschen nach dem Labyrinth vor, gehen wir lieber zum Wegpunkt. Oder ist der Wegpunkt der Weg hinaus? Was ist ein fetter Surfer? I don't know. Was hier? Ich spiele meistens mitten in der Nacht diese Sessions. Okay, ich glaube, ich bin einfach nur am normalen Ausgang. Ich kann jetzt versuchen, ganz wieder das Gewölbe rauf zu teleportieren. Ja. Unterhalb oder oberhalb? Besser. Wir gehen auf Nummer sicher und fangen von oben an. Weil runtopfen kann man ja meistens eh. Aber zuerst wechseln wir wen aus. Mr. Drax. Mit. Nehmen wir Liam mit. Ich meine, ja. Oder? Ja. Schon ja, du darfst ins Team mit reinkommen auf deiner Heimatwelt. Kieran Dahls hat irgendetwas von Fischen und Perlen gesagt. Was hat sie damit gemeint? In einem Meer voller Fische hat wenigstens einer Perlen im Maul. Das heißt, ihr Erfolg mit den Relikten basiert auf Wahrscheinlichkeit und nicht auf Können. Aha. Wenn sich eine Fallzahl unendlich nähert, werden auch die unwahrscheinlichsten Resultate wahrscheinlich. Oh, ja, ich hatte schon vermutet, dass es irgendwas in der Art bedeutet. Er will mir sagen, ich habe nur Glück gehabt. Was geht ab, Jungs? Kampf bereit machen! Ich bin schwer verletzt! Wir wollen nur reden! Die Roker reden nicht mit Aliens. Ja, wir werden ihn keine Wahl lassen. Diese Strukturen erstrecken sich bis tief unter die Erde. Wir werden ihm keine Chance geben. Sie reden mit uns. Sie sterben. Achtung! Noch mehr Arschlöcher! Sie dürfen uns nicht in die Flanke fallen! Da kommen sie! Sollen sie selber laufen. Oh, er fliegt. Nein, ich habe nicht getroffen. Und wieder ein stärkerer noch. Wo ist einfach Singularität darüber? Oh. Ich brauche hier Hilfe! Ach, das ist deine Hilfe. Team. Schon dabei. Ich schaff's nicht, die Loot aufzuheben. Ja, geht doch. Ich brauche eigentlich gar keine Nahkampftaste. Was ist gerade mit der passiert? Avenger, ich geht. Das ist mit dir passiert. Kein Wunder, dass du verreckt. Ein Avenger mitgehabt. Oh, nein, ich bin nicht lesen. Nicht lesen, nein, nur nicht lesen.
Hallo? Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Und Zeit, dass wir Charles wieder austauschen. Weil wir richtig fies sind. Okay, was sagt Karte? Karte sagt... Da war ich noch nicht. Das Einzige, was die Karte sagt, gehen wir einfach mal die coolen Dimes suchen. Keine was? Aussicht? Ich weiß, ich weiß. Feindliche Shuttle im Anflug. Wir werden gleich eine richtige Überraschung bekommen. Komm schon, spuck aus. Netter Schuss! Danke! Nette Singularität auch, oder? Oh, mag Singularität. Da kommen sie! Ups, nein, passt. Okay, wir haben Snipers, um die wir uns kümmern müssen. Sorry, Char. Sorry, Char. Das war unabsichtlich. Ihr schaut nicht alle gleich aus. Tut mir leid. Oh, die Tiger fliegen. Jetzt können wir langsam nach vorne pushen. Oder? Das hat fast mein Leben gekostet. Eieiei. Hier pushen wir einfach rein. Gesichert. Sieht gut aus. Ich habe da sowieso keine Übersicht. Da brauche ich sowieso nicht so viel looten. Probieren. Oh. Boah. Ah ja. Zeit zu kämpfen. Eine gute Singularität, ich habe ein Gefühl. Yeah! Krasse Singularität, echt gut. Jetzt sehe ich noch nichts. Und auf die fliegen. Das wird richtig Bock machen auf einer Map, wo man was erkennt. Und wenn was abgeht, ich sehe dich, Sniper. Price. Yep. So schaut's aus. Ein Datenbett durchs Haus durchlesen. Wo bist du hin, Kleiner? Nirgends. Okay. Zeit, sie zu plündern. Den wir sie alle umgebracht haben. Das Ding ist Schrott. Ranken und Computer passen einfach nicht gut zusammen. Pathfinder, wir könnten versuchen, die Energieversorgung wiederherzustellen. Das ist eine Nebenmission. Ein alter Generator. Vielleicht funktioniert er ja noch. Ich glaube, ich mache gerade eine Nebenmission. Und jetzt?
Ich hab's. Amara Dawson. Das muss sie sein. Sie wurde an einen anderen Ort auf dem Planeten gebracht. Ich lade die Informationen herunter. Bringen wir das hier zu Emerald. Okay, okay. Zufällig eine Mission geschafft. Gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. Verdammt, ist hier wenig Übersicht. Aber Überreste. Mehr Häuser zum Looten. Wir leben ein bisschen abgeäfft. Alles verwachsen hier. Schaut gut aus hier. Okay. Axul! Hören Sie mich? Axul! Irgendjemand? Wir werden angegriffen! Sie haben meine Leute getötet. Und jetzt wollen Sie Ihren Erfolg krönen, indem Sie auch mich töten. Und Sie. Ich kenne Ihr Gesicht. Wieso helfen Sie diesen Mördern? Ryder ist unser Verbündeter. Er hat den Wissenschaftlern in Dar Palav geholfen. Ich weiß. Und Sie sollten sich schämen. Nach allem, was wir mit den Cats durchgemacht haben. Sagen Sie mir, weshalb Sie hier sind. Dann weiß ich zumindest, warum ich sterbe. Mal ehrlich, wie wär's mit einem Hauch weniger Drama? Ich habe ja noch nicht mal eine Waffe auf Sie gerichtet. Ich habe hier ein Artefakt oder Erbstück oder irgendwas in der Art. Ich werde es jetzt hinlegen und Sie müssen es anfassen. Was? Und? Passiert irgendwas? Es sieht nämlich nicht danach aus. Moment mal. Im Museum auf Aya gibt es ähnliche Dinge wie dieses. Antike angaranische Technologie. Es passt an eine Hand. Die Kontakte an der Innenseite dienen der myoelektrischen Steuerung von... Was haben Sie mit mir gemacht? Der dritte Monolith. Wissen Sie, wo er ist? Ja, ich verstehe nur nicht, woher ich es weiß. Sie müssen mich dorthin bringen, bitte. Gemeinsam können wir Haval retten. Sie sind ein Alien. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Dann geben Sie mir die Chance, mir Ihr Vertrauen zu verdienen. Bitte. Tief unter der Oberfläche, aber nicht weit entfernt. Wir treffen uns hier, bei diesen Koordinaten. Dann zeige ich Ihnen den Rest des Weges. Ich muss mich nur erst wieder sammeln. Das ist cool, das ist cool. Ich spiele derweil noch ein paar Leute von dir und beklaue dich. Ich habe eine goldene Angara-Rüstung bekommen. Oh, Nickel. Nickelodeon. Karte sagt, hier drüben wieder, das, ja, unten, runter, ist gut, dass ich ganz genau nachgeschaut habe, sonst hätte ich das nicht erkannt. Was sagt mein, 38 Minuten, was sagt meine Zeit? Das ist etwas Großes. Oh, big boy. Verdammt, ist der Piranha stark. Oh, verdammt, wo kommt ihr denn her? Abstand halten. Ehrlich gesagt, sind wir wehrlos. Was hast du mit dem gemacht, Bibi? Alter. Wasserfall. Wo ist die Loot? Wo ist die Loot? Ich weiß, hier ist Loot. Gut. Ja, nichts dahinter verstecken. Mehr Loot.
Ah, durchgelesen. Ah. Glaube ich schon was? Was haben wir hier noch? Viel Wasser. Yo, Bro. Er ist hier. Ich muss nur... Es hilft, wenn ich meinen Geist beruhige. Das alles ist mir vertraut. Eine, zwei, drei Vertiefungen. Die Handfläche hierhin. Es hat funktioniert. Wow. Show me the way. Er war die ganze Zeit direkt vor ihrer Nase. Die anderen Relikte in der Gegend könnten verhindert haben, dass er durch Scans entdeckt wird. Wir waren Reliktmaschinen. Zorai konnte sie stoppen. Wie hat er gelernt, Reliktech zu verwenden? Es ist ja nicht so, als gäbe es dafür ein Handbuch. Zorai hat den Aufsehern zugesehen. Das ist alles, was ich weiß. Und ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Die anderen haben geschlafen. Aber Zorai... Aber ich bin wach geblieben. Ich konnte mich nicht bewegen, sondern nur zusehen. Und lernen. Das klingt nach demselben Stasefeld wie bei dem ersten Monolithen. Womöglich konnte Zorai die Auswirkungen ja irgendwie abschütteln. Und das hat ihn vielleicht verändert. Okay. Hier. Hier ist etwas. Ich erinnere mich. Nicht gut. Nur weiterreden. Zähl mir mehr. Otis Audiolog. Die Schöpfermaschinen ermüden mich. Körper und Geist müssen auf ein Ziel ausgerichtet sein, oder der Versuch schlägt fehl. Ich muss weitermachen. Ohne die Monolithe versagt das Gewölbe. Und ohne das Gewölbe wird der Planet sterben. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich habe es fast geschafft. Die Weisen haben sich geirrt. Zorai war eine Frau. Das war ihre Stimme. Meine Stimme. Würden Sie mir das überlassen, Pathfinder? Es gehört Ihnen. Es hat schon immer Ihnen gehört. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Organisches Gewebe. Den Daten zufolge ist es sehr alt. Und angaranisch. Das ist Zorai. Sie ist hier gestorben, bevor sie den dritten Monolithen erreichen konnte. Das war ich. Ich würde gerne mehr Zeit hier verbringen. Aber nicht jetzt. Der dritte Monolith muss ganz in der Nähe sein. Kommen Sie, gehen wir. Hier lang? Ja. Das alles hier fühlt sich vertraut an. Zumindest glaube ich das. Wow. You're welcome, Baby. Ich mitnehme. Nicker. Wir werden sofort ein Nicker sein. Wenn ich keine Nickers mehr übrig sein, wenn ich da fertig bin. Ab. Wir fallen. Runter. Baby, nein! Komm mit! Das ist tief! Krass. Das schaut ein bisschen wie unter Wasser aus. Es ist vollbracht. Sie haben zu Ende geführt,
was Zorai vor all dieser Zeit begonnen hat. Es tut mir leid, Tavos. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Sie hat zwar ihr Ziel nicht erreicht, aber sie ist auch nicht gescheitert. Die beiden Monolithe, die sie reaktiviert hat, haben Haval am Leben erhalten. Ohne sie wäre der Planet schon längst tot. Gehen Sie zum Gewölbe, Pathfinder. Ich denke, ich werde noch einen Augenblick hierbleiben. Ich muss über vieles nachdenken. Jo, mach das. Ich werde mich in der Zwischenzeit hier durchkämpfen. Erinnerungsauslöser. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Nee. Was gibt's hier sonst noch hinten? Nickel. Oder? Kupfer. Kupfer ist CO, oder? Das ist genau, was ich brauchen würde. Meine N7-Rüstung. Fette Kiste. Oh ja. Ich weiß nicht, warum ich die immer scannen muss. Reliktkerne. Deswegen. Brauche ich die, um Reliktschlüssel herzustellen? Okay, es geht anscheinend wieder rauf. Das war's doch hier nicht, oder? Sind wir hier drin dann schon fertig? Das ist die Frage. Mich stört das voll, dass das Team nicht mit drauf fliegt. Ich will mein Team schweben sehen. Also nicht gerade. Alles blendet. Das Gewölbe müsste offen sein, Puff. Pathfinder, ja. Hier. Das heißt, hier hin. Kann ich raus teleportieren? Komm schon. Ist eine Überraschungsparty hier draußen oder was? Jetzt werde ich doch teleportieren können. Jetzt geht's. Wow. Oh, wertvolle 15 Sekunden haben sie mir weggenommen. Die werde ich nie wieder zurückgewinnen. Gegner vor uns! Ja, wo? Die Spinnen. Komm schon, macht was mit dem. Gut. Rausgepissen. Gepissen? Was? Was krieg ich? Nickel. Wir nehmen wir zuerst auf Bibi. Das sind viele von denen. Vierfach. Oh. Hast du den Multikill gesehen? Ja, wegen cool. Weil ist das so unübersichtlich für eine Montage. Sonst hätte ich schon längst eine Montage gemacht. Mittendrin im Rekorden. Ich sehe dich. Blutbehälter. Du gehörst zu mir. Du verdeckst mir die Sicht. Rückzug!
Wasser! So viel Gewalt. Das sagst du nur, wenn Relikte davon betroffen sind. Ich glaube, du stehst. Siehst einfach nicht gern Relikte sterben. Rein hier. Ich will beim Schnelldurchlauf wieder. Viel Action in dieser Folge. Oh, das blendet. Tschüss, Bibi. Ja. Bin schon. Oh, ist das wild. Oh, war das eigen. Okay. Ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Scannen bitte. Ist noch was hier? Was machst du? Kann ich hier runter? Reltec, die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Oh boy. Ich werde diese Karte ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Oh, ich hoffe, da ist was Gutes drin, dass sich das auszahlt. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Oh, Gegner. Wie schmeckt dir das? Gute Arbeit. Ich. Das war's für dich. Leben. Netter Schuss. Danke. Geschütz in der Nähe, Pathfinder. Leider zu spät. Es ist schön, wenn sie mal nicht versuchen, uns umzubringen. Ich helfe uns zum Schluss nochmal. Wir werden sehen. Verdammt nochmal. Aufmachen. Ah, muss ich die Konsole echt da oben noch aktivieren oder was? Nein. Das passt jetzt nicht. Und warum? Nein. Wirklich? Machst du nicht auf? Spiel. Hier ist noch eine Konsole. Verdammt. Man muss sich 10 verschiedene Gründe. Mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die sie brauchen. Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Verdammt. Verdammt. 3. 4. Was war das für eine Nummer? 2-1. Okay, ich verstehe. Wirklich, das Puzzle war notwendig jetzt. Da. Ich wünsche mir für Mass Effect 4 weniger lächerliche Puzzles. Bitte. Bitte. Das bringt uns einen Schritt weiter. Gott sei Dank. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen.
Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Ist hier noch Blut? Was machst du? Wirklich. Sehr gut, Ryder. Danke, Bibi. Deswegen möchte ich am liebsten. Besten Komplimente. Ich mag Cora am liebsten. Alles Spoilers. Okay, es reicht. Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Und die mir gerade zugemacht. Das hat dir nicht gefallen. Oh, ey. Ich glaube nicht, dass ich entkommen werde. Guys, aufmachen! Es kommt näher! Bewegung! Es kommen immer wieder neue! Ist das Ding da unten offen? Ja. Alter! Ich kann draufschlagen. Zahn. Oh boy. Boy. What? I'm dead. But don't get out of here right now. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Pathfinder Ryder, hören Sie mich. Unsere Instrumente haben gerade einen Spannungsstoß registriert. Was ist passiert? Das Gewölbe ist wieder aktiv. Wir haben es geschafft. Das ist ein Scherz, oder? Das kann unmöglich. Es ist kein Scherz. Ein Neustart des Gewölbes würde sämtliche Werte erklären. Sie müssen mir alles erzählen. Kommen Sie zurück nach Palav. Wir haben viel zu besprechen. Ich wäre fast verreckt. Das war eine Last-Sekunden-Aktion, gerade mit dem Strom einschalten. Oh. Verdammt, war das knapp. Oh, das ist ein Trip. Augen zu machen besser. Okay, okay. Was? Was ist gestorben auch noch? Pathfinder. Das organische Leben auf Havarl hat begonnen, sich zu stabilisieren. Anscheinend führt das Gewölbe biologische Reparaturen durch. Stell dir vor, was wir hier in einigen Jahren sehen werden. Ja, können wir eine Siedlung errichten? Vielleicht hier drüben. Anstieg zum Gewölbe. Mal schauen. Ich glaube, ich krieg eine Erlaubnis bei dem bei Daniel. Wer war das? Flieg! Wow! Alles explodiert. Na, wir fliegen. Alle erwischt. Nächste Runde von deiner. Gravitation aufgehoben in 3. Feind ist außer Gefecht. Aber sie wollte doch ihre Gravitation aufheben erst. Wen schießen wir hier? Mist. Sorry, Bibi. Sorry. Wieder rüber schauen noch. Und viele von denen.
Sonst noch jemand, der herkommen will? Ja. Schlecht gewählt. Tschüss. Den Großen auch angelockt. Sieht so aus. Gibt doch noch wer. Oh, genau in die Explosion. Controller hängt sich aus. Cool, cool, cool. Gutes Timing, gutes Timing. Diesmal wirklich. Nicht über Dorman mitten im Bosskampf. Das war cool. Hab mitten im Dorman einen Controller Disconnect gehabt. Fettester Bossfight. Er ist schon wieder außer Kontrolle. Außer Connection. Dein Kram, Freunde! Ja. Freunde? Was? Gut, irgendwas Wertvolles hier hinten. Schaut nicht so aus. Nur hiesige Fauna. Ah, doch, doch, doch. Schon drauf, da. Was ist da? Die kann aber nicht kratzen. Controller, auf. Muss man auch schon danach, was ich mit Nickel hier machen kann. Das ist eigentlich, was ich die ganze Zeit schon einsetzen wollte. Ich dachte nicht erwischt. Was gibt's hier hinten? Nichts. Hier war was, wahrscheinlich Nickel. Ja. Mehr Nickelodeon. Nickel Deposit. Die Zone war friedlicher, als Nickels noch nicht da waren. Da ist kein Rider gekommen, um alle zu nehmen. Okay, das war's hier. Gehen wir Hauptquest fertig und weitermachen. Da haben wir schon so ziemlich alles. Was bist du? Okay. Können wir keine Siedlung hier richten oder schon jetzt? Was ist die Frage? Ich mich sterbe. Jetzt ist schon egal, jetzt brauchen wir keinen Schal mehr weggeben. Jo. Dass die Relikte benutzen kann. Redet alle mal übereinander drüber. Pathfinder Rider, Sie haben heute etwas Bemerkenswertes geleistet. Sie hatten Erfolg, wo Sorai gescheitert ist. Es muss. Was machen Sie denn hier unten? Ich erneuere alte Bande. Die Unterhaltung mit Ihnen hat mir die Augen geöffnet. Ich sah ein Alien, das sich für uns einsetzte, obwohl wir selbst längst aufgegeben hatten. Wir haben uns zu lange abgeschottet. Aber vielleicht können wir ja ein Gleichgewicht finden. Ich denke, wir alle müssen ein Gleichgewicht finden. Tavos,
Ich hatte nicht damit gerechnet, Sie hier zu sehen, aber ich muss sagen, es ist eine angenehme Überraschung. Ich habe in kurzer Zeit vieles gelernt. Die Rokar wollen einfache Lösungen, aber nichts ist jemals einfach oder gewiss. Nicht wahr? Ich wünschte, diejenigen, die getötet wurden, hätten das erkannt. Aber nach allem, was ich gesehen habe, muss ich darauf hoffen, dass sie nicht für immer verloren sind. Diese sonderbare Erinnerungsübertragung... Reinkarnation. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls vor, Ressourcen für Ihre Erforschung bereitzustellen. Und wer weiß, vielleicht finden wir die Wahrheit ja eines Tages tief unter unserem Aberglauben vergraben. Was sagen Ihre Prognosen? Wird Haval es schaffen? Wir konnten bereits Verbesserungen erkennen. Sie sind zwar nur klein, statistisch gesehen jedoch überaus bedeutend. Es wird Zeit brauchen, aber der Planet wird heilen. Wir haben hier in Dar-Palath genügend Platz. Außerdem werden wir Hilfe brauchen, um den Zustand Havals zu überwachen. Würden Sie Ihren Leuten ausrichten, dass Sie herzlich eingeladen sind? Wir freuen uns über jeden, der uns helfen kann. Natürlich, das mache ich gern. Dann verabschiede ich mich jetzt. Es gibt so viele Daten zu analysieren. Ist das zu glauben? Zum ersten Mal... Ja, okay, warum nicht einfach mal schnell abbrechen? Sonst noch hier jemand, den ich mitbesprechen kann? Okay, wir sind hier anscheinend ziemlich fertig. Was habe ich gerade ausgewählt? Logbuch. Nein. Aber für Außenposten prüfen muss ich ihn mitnehmen. Ich bin schon auf Havar, also sollte ich das machen. Okay, holen wir mal Demons Team. Mitglied Position 2 natürlich nur. Was sagt Mr. Liam? Muss ich mit ihm irgendwo genauer hin? Wahl für Außenposten prüfen. Oder keine Ahnung. Jetzt nicht darum rennen, planlos. Also wieder aufs Schiff. Und mit Leuten reden. Schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Die Stunde schon voll ist. Wenn ich es zum Schiff schaffe. Ich teleportieren kann. Verdammt, was mache ich hier? Ja, wurscht, weg. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Danke, Spock. Ah, wir sind schon über eine Stunde. Also mal in den Main Room. Alle Systeme im grünen Bereich. Sonst noch was Interessantes? Und mit der Crew raiden. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Danke. Forschungszentrum. Lebensforschungsprojekt. Forschung. Und wo finde ich diese Forschungsprojektverbesserungen? Muss ich das jetzt finden oder was? Oh boy. Entwicklung. Hier. Gut, cool. Keiner was zu sagen? Wahrscheinlich wieder, wenn ich die Episode off mache. Ah, wir machen eine Pause. Ich verkaufe Stuff. Tschüss. Oh.